Diese Woche ist die Woche des Sehens. Ich habe mich noch nie wirklich um meine Augen gekümmert. Ich kann super gucken, sowohl fern als auch weit. Aber wir werden das hier bei dem Optiker Brillendamen in Reit mal austesten, ob ich wirklich so gut sehen kann. Du hast ein bisschen Probleme. Gucken wir mal, ob das immer noch so schlecht oder gut ist, wie es bisher war. Ja, ich habe wirklich relativ schlechte Augen. Ich glaube, es sind circa minus 3,5, minus 4 Dioptrien. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass es nicht noch schlimmer geworden ist. Ich würde sagen, wir bringen es hinter uns, wir gehen mal rein und schauen mal nach, was mit unseren Augen los ist. Testen wir mal nach. Ich darf noch ein klein wenig länger in dem Glauben bleiben, dass meine Augen super sind. Denn jetzt ist erstmal Lena dran. Augenoptikermeister Carsten Dahmen begrüßt sie und ab geht's in den Untersuchungsraum. Hier sieht alles sehr nach Hightech und teurer Technik aus. Und das ist auch so. Da Lena schon seit über 10 Jahren eine Brille trägt, ist das Ganze nicht wirklich etwas Neues für sie. Etwas Angst, dass sich ihre Augen noch mehr verschlechtert haben, hat sie aber dennoch. Während Lena konzentriert auf ein kleines Bildchen starrt, werden ihre Augen exakt vermessen. Carsten Dahmen sieht auf einem großen Schwarz-Weiß-Monitor eine riesige Aufnahme eines ihrer Augen. Die Vermessungsdaten von Lenas Augen erscheinen jetzt auf einem Monitor. Die Spannung steigt, ob sich ihre Augen verschlechtert haben oder nicht. Werte hatten wir in der Brille minus 3,75. Wir sind jetzt bei minus 3,81, also tendenziell ganz minimal stärker, aber so gut wie nichts. Hornhautverkrümmung war eine Vierteldioptrie, die ist allerdings schon fast auf eine Dreivierteldioptrie angewachsen. Linke Seite minus 4, in der Brille ist minus 4,5, da also tendenziell halbe Dioptrie schwächer. Rechts ein bisschen mehr, links jetzt ein bisschen weniger. Halbe Dioptrie Hornhautverkrümmung, auch die tendenziell ein ganz klein wenig weniger. Da hat sich also nicht wirklich viel getan. Dennoch muss sie sich jetzt noch einigen weiteren Tests stellen. Mit dabei ist das klassische Zahlen- und Buchstabenerkennen. Aber auch Bilder, die die Farbwahrnehmung auf die Probe stellen. Alles mit dieser super schicken Brille auf der Nase. Aber auch hier gibt es keine großen Überraschungen. Dass Lena kurzsichtig ist, war schon vorher klar. Sonst ist aber alles soweit in Ordnung. Ja, es war sehr spannend. Ich muss ehrlich sagen, so viele Messungen hatte ich bisher noch nie. Weder beim Augenarzt noch beim Optiker. Also hier waren einige Sachen dabei, die kannte ich noch nicht. Und vor allem natürlich dieses schicke Brillenmodell werde ich mir natürlich zulegen müssen, weil es so schön war. Zum Schluss kommt noch etwas, das selbst für die Optiker und Augenarzterfahrene Lena neu ist. Der Augeninnendrucktest. Der kann Augenerkrankungen erkennen, die zum Beispiel zur Erblindung führen können. Was sich ernst anhört, sieht allerdings nicht ernst aus. Lena werden kleine Luftstöße auf die Augen geschossen, die vor allem für Gelächter sorgen. Und es war schon sehr unangenehm, weil man bekommt ja nicht alle Tage Luft ins Auge reingepustet. Aber ich bin jetzt auch froh, dass ich es gemacht habe und dass ich jetzt weiß, dass mein Augeninnendruck normal ist. Okay, das war's für Lena. Zum Abschluss gibt's noch den hochoffiziellen Sehpass. Schluss mit lustig, jetzt bin ich dran. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass ich sehen kann wie ein Adler. Einen wirklichen Test gab es bei mir aber schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Wird also langsam mal wieder Zeit. Los geht's auch bei mir mit der ganz genauen Vermessung meiner Augen. So genau habe ich die ganz sicher noch nie gesehen. Dabei lerne ich auch, dass viele Pupillen nicht etwa kreisrund, sondern eiförmig sind. Bin eigentlich entspannt, weil ich eigentlich super sehen kann, aber ihr macht mir irgendwie alle ein bisschen Angst. Hornhautverkrümmung, leichte Sehschwäche, nicht ernsthaft. Die beiden Problemchen scheinen sich aber gegenseitig auszugleichen. Glück gehabt. Weiter geht's mit dem Test mit dem schicken Gestell auf der Nase. Davor habe ich ehrlich gesagt ein wenig Bammel, denn wer will sich schon die Blöße geben, eine Zahlenreihe nicht erkennen zu können? Aber alles okay. Ich hab's überstanden, anscheinend darf ich sogar ganz ohne Brille aus dem Laden gehen. Auch für mich gibt's den Brillenpass und ich bin stolz. Das Gute ist, ich bin total beruhigt jetzt. Vorher hatte ich einfach keine Ahnung, was mit meinen Augen ist. Ich konnte gut gucken, aber das war's dann auch. Aber jetzt weiß ich es ganz genau und ganz sicher und es ist aufgeschrieben hier.